Hallo und herzlich willkommen zur Folge 133 von Elex 2. Wir sind zurzeit in unserer guten alten Bastion. Ich will noch mal ganz kurz noch mal hinten zur Schmiede. Ansonsten gehen wir gleich mit Nasty zurück in die Grotte und machen weiter Kram bei den Morkons. Haben in der letzten Folge noch mit Crony ein bisschen seine nächste Quest gemacht, ne? Der Tavar-Scan. Und ja, jetzt geht's aber zurück zu den Morkons. Haben auch da ein bisschen... Wir könnten so ein Ding bauen, aber wie gesagt, das wäre... Elex-Verschwendung, also was soll's. Machen wir nicht. Der ist viel wert. Und ja, werden halt da noch die restlichen Quests angehen. Da wäre ja zum einen noch ein bisschen die Arena. Da war ja noch nicht alles durch. Und auf der anderen Seite hätten wir jetzt, glaube ich, genügend Pluspunkte gesammelt, um beim Khan mal nachzufragen. Sprich, entweder kriegen wir Zugang zur... Ich weiß nicht, ob das die Blutzisterne ist oder halt einfach nur der hintere Bereich, das Heiligtum der Morkons. Vielleicht kriegen wir da dann Zutritt zu, hoffentlich. Und vielleicht gibt es noch ein bisschen was zu tun in der Grotte. Ansonsten, wenn wir da schon fast so weit durch wären, würde ich tatsächlich weiter übergehen, die Stadt zu erkunden, und zwar die große Stadt. Den Rest von Caracas haben wir ja weitestgehend. Also vielleicht jetzt hier oben noch so ein bisschen. Aber hauptsächlich die Stadt, und da machen wir dann Randale. Und dann geht's weiter hier hoch und wir erkunden mal die Gegend bei, wie hieß er? Ateris hieß er, glaube ich. Ich habe manchmal Ataris gesagt. Ataris, Ateris. Hüpf wie gesprungen. Und dann können wir da dann mal uns mit den Outlaws auseinandersetzen. Denn ich versuche ja immer noch, so gut es geht und so früh es geht, Nastys Sympathie zu gewinnen. Weil bei den anderen ist es sowieso schon alles perfekt. Aber der ist es halt so schwierig. Nehmen wir es halt mal wieder mit und gucken jetzt mal, was wir bei der Grotte alles jetzt noch machen können. Ansonsten bei dem Dixon haben wir, wie gesagt, den Auftrag, irgendwie seiner Frau Blumen zu übertragen, zu überbringen. Daher sollten wir Nasty auch nicht dabei haben, die regt sich da dann am Ende auch noch auf. Und das mit der Ivica und der Zarina haben wir ja insofern lösen können, dass man, wenn man denn dann Morkon ist, auch wenn mir das in dem Dialog erst ganz anders klar gewesen war, ich dachte irgendwie, die Ivica möchte irgendwie einen Maulwurf, der noch kein Morkon ist, aber so ganz eindeutig habe ich das Gespräch jetzt auch nicht mehr im Kopf. Deswegen belassen wir es dabei. Vielleicht haben wir auch einen Fehler gemacht und ich habe jetzt eine Quest vergeigt. Das ist auch nicht unmöglich. Aber ansonsten könnte man sich dann halt eben als Morkon nochmal entscheiden, ob man Ravak dient oder Kriton. Glaubst du denn an diesen Gott der Morkons? Ist es wichtig, woran ich... Oh. Gut, dich zu treffen. Die Arena will Blut sehen. Wenn du willst, komm. Ja, da hat er sogar direkt die gute Nasty unterbrochen. Da muss es wichtig sein. Ich will kämpfen. Gut. Auch wenn es sicher kein Kinderspiel wird. Sei gewarnt. Nicht, dass du deine Entscheidung bereust. Legen wir los. Ungeduldig, wie? Ich führe dich in die Arena. Mach dich bereit. Ja, ja. Nur Dreck und Trümmer. Alter. Zwei Moloch. Okay. Ui, die Kasse mittlerweile auch nicht schlecht. Zugegebenermaßen. Aber die sind ja auch gar nicht so stark. Das waren schon mal zwei ziemlich mächtige Treffer. Der ist extrem angepisst. Und extrem tot. Alter, haben wir den nass gemacht. Junge, Junge. Der andere, der hat ja auch keine Chance mehr hier. Ist er ein bisschen sauer auf uns. Soll er sein. Jetzt hätte ich Nasty gebrauchen können. Aber egal. Ist es wichtig, woran ich glaube? Die Morkons packen an und bringen die Dinge voran. Das ist alles, was zählt. Alles, was ich von ihnen erwarte. Na, wenn du meinst. Auf zu Attila. Bei Ravak,
Das macht dir so schnell keiner nach. Und hier ein paar Sachen von jemandem, der weniger erfolgreich in der Arena war. Dich hätte ich vor 30 Jahren an meiner Seite brauchen können. Mit dir in den Stollen auf Jagd. Ha, allein die Vorstellung beflügelt meinen Geist. Heute kann ich kaum meine Klinge halten. Beschämend. Das redest du dir nur ein. Naja, ein paar Trockenübungen können nicht schaden, um wieder in Form zu kommen. Aber zu dir. Komm später vorbei, wenn du bereit bist, die nächste Herausforderung anzugehen. In der Zwischenzeit trefft... Ja, ja, mach das wie immer. Also wir sind auf jeden Fall noch nicht durch. Es gibt mindestens noch eine weitere Herausforderung. Dann würde ich sagen, gehen wir erstmal... Was ist das für ein... Ach, ist nur eine Wache, okay. Komischer Fuzzi mit seinem Helm da. Dann gehen wir doch jetzt mal zum Khan, beziehungsweise zu seiner Stimme. Und schauen mal, wie es weitergeht. Mal ganz kurz in den Log schauen. Aber da war ja wirklich nicht mehr so viel, ne? Das mit dem Kapitaltempel, da können wir auch mal bald vorbeigucken. Diese Flugblätter, das ist ja fürs Vorgedacht. Rekrutensuche auch. Das läuft noch. Dixons Postbote ist auch. Genauso wie Hank. Alles vor. Alles Kraterstadt und vor. Nicht vor. Alles Kraterstadt meine ich. Ich habe es gerade verwechselt, weil ich dachte, in meinem Kopf war gerade noch Outlaws gleich vor, aber vor gleich Berserker. Outlaws gleich Kraterstadt. Und die Werte der Morkons können wir jetzt wohl gleich abgeben. Machen wir das doch. Und nebenbei knüppeln wir dann, sofern möglich, wieder in der Arena rum. So, nee, andere Richtung. Hier müsste es zum Khan gehen. Weil Tengis und Sarina sind ja zufrieden. Die Ivica ja im Prinzip auch, als Alternativmöglichkeit. Und jetzt gehen wir mal zum Khan und seinem Knecht. Eine Wache vorbeigerannt. Also mittlerweile müssten wir hier eigentlich alles kennengelernt haben. Kann ich hier hinten? Aus diesem Winkel? Nee, vermutlich nicht. Ups. Nee. Sehr, sehr schade. Äußerst schade. Weil es scheint sich ja zu lohnen, den Kerl zu beklauen. Der soll ja irgendwas dabei haben. So, die Frage, wie und wann wir an den drankommen. Vielleicht, wenn die pennen, aber die pennen ja irgendwie nie. Hätte ich gesehen. Rat nicht, ne? So nee. Laber mir keinen Scheiß an die Backe. Die Stimme des Khans ist ein Anhänger Kritons. Jetzt wird's wild. Okay. Wo ist denn der? Ist der beim Gerümpel? Wenn ja, können wir ihn ja bloß verkaufen. Ist Missionsgegenstand. Bin gespannt, was er dafür tut, es wiederzubekommen. Ja, jetzt wird's interessant. Ich würde auch gern die Stachelkeule mitnehmen. Und auch den Khan beklauen. Zu einfach. Und wie? Das müssen wir gerade schon ausnutzen, dass wir hier in diesem Eck sind. Ups. Bis wir entdeckt werden. Wenigstens die Waffen haben wir geklaut. Das ist doch im Prinzip das Wertvollste. Wenn man es dann verkaufen kann, klar. Vollkommen klar. So, Khan nochmal 108 Elixit aus der Tasche gezogen. In der Stimme nochmal 45. Einfach. Ist auch total bescheuert, dass die aufmerksam sind. Wenn du neu lädst, sind sie es nicht mehr. Zu einfach. Ach stimmt, Patronen klaut man einzeln, so ein Scheiß. Schleichst du etwa? Nee, würde ich nie. Ach weißt du was, komm, wir babbeln jetzt mit dem... Haben genug geklaut. Ich habe Zarinas Vertrauen gewinnen können. Das spricht für dich. Ich weiß aus eigener Erfahrung, dass sie nicht leicht zu überzeugen ist. Nimm dies als Zeichen unserer Anerkennung. Ausgezeichnete Arbeit. Ich will mit Khan sprechen. Lass mal sehen.
Wie du mir berichtet hast, ist Tengis zufrieden mit deiner Arbeit. Das ist gut. Zarina scheint dir zu vertrauen. Das spricht für dich. Das sollte ausreichen. Geh zu Khan. Er wird seine Worte an dich richten wollen. Ja, ich würde aber dir gerne noch sagen, dass ich dir was gemopst hab. Jetzt nicht. Wie? Das ist ein Kack. Du hast das Vertrauen von Tengis und Zarina gewinnen können. Als Belohnung werde ich genug Worte opfern, um dir zwei deiner Fragen zu beantworten. Wähle weise. Okay. Sag mal her. Wegen meiner zwei Fragen. Wer ist Rabak? Was genau ist der Stillstand? Okay. Wer ist Rabak? Vor über 100 Jahren, als es den Namen Morkons noch nicht gab und wir uns nur die Unterirdischen nannten, kam Rabak zu uns und gab uns seine Gebote. Er lehrte uns die Regeln des Stillstandes, den Wert des Schmerzes und gab uns unseren Namen. Was meinst du damit? Keine Zwischenfragen. Wir Morkons existieren, weil wir seinen Geboten gefolgt sind. Und für diese geben wir unser Leben, für die Herrlichkeit Rabaks. Das war die erste Frage. Hast du noch eine weitere? Ja. Gibt es Morkons, die nicht an Rabak glauben? Die gab es mal. Aber das sind dunkle Zeiten, an die sich heute niemand erinnern kann, der noch alt genug wäre. Es gab einst einen anderen Gott neben Rabak. Sein Name war Kriton. Aber dieser Name hat alles Göttliche verloren. Er steht für einen Konflikt, der beinahe das Ende der Morkons eingeläutet hätte. Am besten vergisst du ihn schnell wieder. So, das waren deine zwei Fragen. Allerdings bin ich noch nicht fertig mit dir. Ich habe eine Aufgabe für dich. Erledige sie zu meiner Zufriedenheit. Und ich werde dir eine ganz besondere Ehre zuteilwerden lassen. Außerdem erlaube ich es dir, deinen Platz in den Reihen der Morkons einzunehmen. Nun aber genug der Worte. Ich werde mich nun wieder zurückziehen. Du hast den großen Khan gehört. Alles Weitere werde ich dir erklären. Khan hat von einer Aufgabe für mich gesprochen. Worum geht es? Khan sieht großes Potenzial in dir. Er hat schon lange jemanden gesucht. Vielleicht ist die Suche endlich vorbei. Aber eine Prüfung gibt es noch zu bestehen, bevor Khan dir die größte aller Ehren zukommen lassen kann. Von welcher Ehre reden wir hier? Das wirst du erfahren, wenn Khan dich tatsächlich als würdig ansieht. Wie sieht diese Prüfung aus? Khan möchte testen, ob du die Werte der Morkons auch wirklich vertrittst. Dazu sollst du Vlad bei seiner Arbeit helfen. Er wird auf dich warten. Geh zu ihm, wenn du bereit bist, aufzubrechen. Ich bin bereits bei Vlad gewesen. Warst du das also? Ja. Warum ist er dann nicht hier? Er sagte... Mir egal, was er sagte. Bring ihn her. Der große Khan möchte seinen Bericht über dich hören. Dann wird sich wohl gleich herausstellen, ob du unsere Werte wahrhaftig vertrittst. Das erklärt jetzt übrigens auch, warum die Sache so viel EP gegeben hat, oder eventuell so viel EP gegeben hat, mit dem guten Vlad. Dann gehen wir kurz zu dem. Der lümmelt ja unten im Keller rum, wie immer. Und dann gucken wir mal, was uns das jetzt alles gebracht hat. Was wir hier schon alles getan haben. Ich dachte, man könnte vielleicht das mit der Arena noch erledigen und dies und das und bla bla bla. Und ein bisschen hier dem anderen Knecht hier geholfen. Und dem Alexei geholfen, dass es halt irgendwie noch mehr Pluspunkte gibt, aber scheinbar sind es einfach nur Nebenquests. Ich brauche Informationen. Was willst du wissen? Scheinbar gibt es neue Informationen. Was erzählt man sich in der Grotte? Wie wäre es damit?
Nein, Moment, das hatte ich dir schon erzählt. Werde wohl die Ohren offen halten müssen. Hier hast du deine Splitter zurück. Okay, ganz interessant. Der weiß wohl nicht weiter. Okay, dann haben wir da wohl wirklich soweit alles durch. Bei der Zarina würde ich trotzdem nochmal vorbeischauen, wegen dieser Sache mit ihren Geistern, was auch immer das sein soll. Vlad, wissen wir ja, auch da hätte ich mir gedacht, dass da noch eine zweite Quest entspringt, weil der ja irgendwas schmuggelt. Aber vielleicht sind das alles Quests, die dann erst greifen, wenn man sich entschieden hat, Morkon zu werden. Das kann gut sein. Die Stimme Kahns schickt mich. Damit habe ich bereits gerechnet. Was genau möchte sie von mir? Du hast damit gerechnet. Natürlich. Ich sollte dich testen. Also, was will die Stimme von mir? Du sollst zu Kahn gehen und über mich berichten. Alles klar. Ich werde sofort zu ihm gehen. Und wir hinterher. Hier wäre übrigens jetzt so eine Blende auch nicht schlecht gewesen und wir stehen direkt vor ihm. Ist jetzt spielerisch nicht so wertvoll, diese 20-30 Sekunden mit dem wieder zurückzulaufen. Ist aber kein Beinbruch, weil es jetzt keine riesige Strecke ist, aber manchmal arbeitet man mit diesen Blenden und dann lässt man es halt wieder irgendwie sein. Ich verstehe da das System dahinter nicht so ganz. Aber ich will mal nichts sagen. Ja krass, dass wir es mit dem Morgons und bald durch haben, ne? Also bis zum Punkt, wo wir halt uns beitreten könnten, was wir natürlich nicht tun. Du weißt, warum oder ich dich speichern auf jeden Fall noch nicht. Ihr wollt wissen, ob der Fremde meinen Test bestanden und eurer Aufgabe würdig ist? Ja. Ich habe ihn vor eine Situation gestellt, in der er mich dabei gesehen hat, wie ich etwas aus der Grotte schmuggeln wollte. Er hat sich gut verhalten. Seine Reaktion war kritisch. Er fragte mich, ob das legal sei und ob ich keine Angst hätte, von ihm gemeldet zu werden. Ich vermute, er hätte mich gemeldet, wenn er ein Morkon gewesen wäre. Okay. Das spricht für ihn. Gut. Aber das ist noch nicht alles. Wir haben auf unserer Reise einen Deserteur namens Ilgur getroffen. Er hat sich nicht eingemischt und mich ihn nach dem Recht der Morkons richten lassen. Ich hätte nicht gedacht, dass er das tut. Deine Art, ihn zu prüfen, war richtig. Und seine Reaktion darauf hilft mir, sein Wesen zu verstehen. Dennoch interessiert mich deine ganz persönliche Meinung. Sag mir, was du über ihn denkst. Ist er bereit, meine Aufgabe zu übernehmen? Im Großen und Ganzen, ja. Ich denke, das ist er. In vielen Punkten versteht er unsere Lebensweise und respektiert die Morkons. Er würde einen guten Vandalen abgeben, da bin ich mir sicher. Danke für deinen Rat, Vlad. Ravak segne dich. Ravak segne euch, Meister. Was sonst noch irgendwas? Ah. Danke, dass du bei Kahn ein gutes Wort für mich eingelegt hast. Ich habe das nicht für dich getan. Du hast dich verhalten, wie ich es von einem Morkon akzeptieren würde. Das ist allein dein Verdienst. Jo, dann danke. Du hast es gehört. Vlad hat sich für dich ausgesprochen. Das sollte dir eine große Ehre sein. Du hast dir den Respekt der Morkons verdient. Als Belohnung hat Kahn persönlich dir etwas mitzuteilen. Geh und sprich mit ihm. Ich würde gerne dem Stimmenfuzzi noch mitteilen, dass wir seinen Kriton-Anhänger haben, aber das will er ja irgendwie nicht hören gerade. Deine Stimme schickt mich. Ich habe meinen Respekt eurer Kultur gegenüber bewiesen. Ich akzeptiere die Entscheidung meiner Stimme. Möglicherweise ist der Tag gekommen, an dem ich endlich jemanden gefunden habe, der meiner Aufgabe würdig ist. Hast du noch Fragen, bevor wir gehen? Eins nach dem anderen. Erzähl mir Geschichten. Du weißt doch bestimmt einiges über die Morkons. Kannst du mir etwas über eure Geschichte erzählen? Die alten Überlieferungen sprechen von einer Zeit vor dem Meteoriten. Sie war dunkel und voller Schrecken. Als der Meteorit kam, flohen unsere Vorfahren hierhin.
Als die Asche fiel und die Menschen sich wegen Rohstoffen zu ermorden begannen, schlossen sie sich ein. Mehrere Generationen hinweg waren wir hier unten. Der Stillstand sorgte dafür, dass wir überlebten. Nichts durfte sich ändern. Die Rationen waren gleich. Die Anzahl der Bewohner blieb unverändert. Dieser Stillstand war das Einzige, das uns vom sicheren Tod trennte. Aber dieser Stillstand ist jetzt gefährdet. Die Abwerber öffneten die Tore. Ich befürchte das Schlimmste für die Morgons. Okay, interessant, interessant, interessant. In der nächsten Folge werden wir auf jeden Fall die Quest von ihm angehen. Uns anschließen wollen wir jetzt natürlich noch nicht direkt. Das wäre ein bisschen zu voreilig. Ich will aber gucken, ob das funktioniert dann in der nächsten Folge. Und dann schauen wir mal, wie es aussieht, Khan. In diesem Sinne sehen wir uns in der nächsten Folge. Bis dahin. Tschüss.